Echt so, ich wünsche mir so sehr, mit jemandem glücklich zu sein. Jemanden, den ich wirklich mag, der einen glücklich macht, weißt du? Also, dass man einfach einander gut tut. Auf Augenhöhe. Dieses schöne Gefühl. Und dann fühlt man sich so klar. Und deshalb, weil man sich dann immer so kleiner macht und selbst die Grenze zieht. Ich meine, guck mal, es ist ja für einen selbst schon so eine Mauer. Das Gefühl, dass jemand anderes unerreichbar ist. Ja? Dass ich fühle mich kleiner, ich bin es nicht wert, dass ich ihn bekomme. Weißt du, dieses Gefühl von Unerreichbarkeit. Und wenn für mich schon diese Mauer so groß ist, ja, dass ich mich kleiner als der andere fühle. Wie distanziert muss ich das erst für den anderen anfühlen? Das können wir uns... Oh Gott, warum sagst du mir das? Weil es die Wahrheit ist. So schlimm. Aber weißt du, wie... Das können wir uns gar nicht vorstellen. Weil wir uns so gefangen fühlen in diesem Gefühl, dass wir kleiner sind. Aber weißt du, für den anderen... Wir fühlen uns in dieser Distanz, in unserer Seifenblase, in dem, dass wir den anderen mögen, den anderen trotzdem nah. Aber der andere, der kann das gar nicht fühlen. Irgendjemand, den wir sonst mögen, ja? Der weiß das schon. Aber das Problem ist, er kann das nicht erreichen, weil wir hinter dieser Mauer sind. Dass wir uns kleiner fühlen. Und dann wird das Gefühl, dass wir uns zu den anderen hingezogen fühlen, eher zu einer hilflosen Anhänglichkeit, womit der andere aber gar nichts anfangen kann. Weil man so einen Hunger hat, dem anderen nahe zu sein. Man besucht Konzerte, man klammert sich an kleine Augenblicke, mit denen man den anderen hat. Es verliert die Natürlichkeit, weil man nur noch danach lechzt, was man vom Gefühl her nicht haben kann. Einfach nur, weil wir uns dafür entschieden haben oder weil dieses Gefühl in uns geboren wurde, dass wir den anderen nicht haben können. Aber in Wirklichkeit ist das sehr dumm. Das stimmt gar nicht. Natürlich könnten wir ihn haben. Aber wir haben die falsche Einstellung. Wir verurteilen uns eigentlich damit selber zum Tode dieser Beziehung. Dass sie gar nicht erst sich entwickeln kann. Genauso fühle ich mich mit Dings. Und ich hasse dieses Gefühl der Unsicherheit, weißt du? Aber ich liebe die Momente, wenn ich einfach loslassen kann und einfach zum Beispiel mit ihm lachen kann. Weißt du? Wenn man plötzlich so eine Freude hat, die man miteinander teilt. Weil dann fällt die Mauer. Dann ist diese Augenhöhe da. Dann ist dieser Moment endlich gekommen. Hey! So wie... dass man gut füreinander ist auf Augenhöhe, weißt du? Und diese Momente sind aber viel zu klein, viel zu kurz, weil trotzdem ziehen wir die Mauer dann wieder. Die ist trotzdem da, auch wenn wir kurz mal über die Mauer drüber lugen. Sie ist trotzdem da und der andere, der fühlt sich so... Da ist so eine Distanz, weißt du? Wir leben so in unserer distanzierten Welt und machen uns kleiner als er selbst. Und wie soll sich denn der andere da fühlen? Ich glaube, die anderen haben dann immer nur Angst, uns zu verletzen, weil wir uns selber schon so klein machen. Weißt du? Denn unsere Unsicherheit verunsichert auch die anderen. Und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll. Weißt du, wie soll ich so empfinden, dass ich mich fühle, hey, ich hab dich verdient.
So, wenn ich dich jetzt will, dann darf ich nicht so an mir zweifeln, okay, ich schaff das nicht, ich hab dich gar nicht verdient, sondern ich muss einfach denken, boah, wir tun uns so gut füreinander, lass uns sehen, weißt du, machen wir mal. Es ist cool zusammen. Weißt du, so dieses Lockere, dieses völlig natürliche, gut füreinander zu sein. Und das wünsche ich mir. Und weil dieses Gefühl, was ich für so einen Menschen habe, ist ein ganz anderes, als wenn ich in einer Beziehung stecke. Und das ist auch Liebe. Weißt du, natürlich ist das Liebe. Ich liebe jemanden, wenn ich in einer Beziehung stecke. Und selbst wenn diese Beziehung übelst kaputt und anstrengend sein kann, ich liebe dann diese Person. Aber diese Art von Liebe ist nicht die Liebe, die füreinander gut ist. Denn wir sind immer nur so fähig zu lieben innerhalb unserer Grenzen. Und wenn wir nichts anderes gewöhnt sind als das, was wir kennen, dann sind wir nur fähig, auch in diesem kleinen beschränkten Raum zu lieben und kommen immer wieder in diese Scheißsituation so zu lieben. Und das ist auch das, ich weiß nicht. Es gab zwei Übersetzungen von dem Song Fix You. Einmal, aber die schlechtere Übersetzung, die eher wortwörtlich war, also es gab eine gute Übersetzung, die habe ich zum Schluss gelesen, aber die schlechte Übersetzung, die war wie ein Schlag in die Magengrube. Da ging es wirklich so, war viel direkter übersetzt, auch wenn es eine schlechte Übersetzung war. Da wurde es so gesagt, deine Liebe ist so stark und ist Himmel und Hölle zugleich. Doch wenn du nicht darin an deine Grenzen gehst, wirst du dich niemals selbst erkennen. Also nur wenn du an deine Grenzen gehst, und Grenzen erlebst du nicht, wenn du nur den Himmel erlebst, ja? Sondern wenn deine Liebe Himmel und Hölle ist, dann erst gerätst du an deine Grenzen und dann erst bist du fähig, dich selber zu sehen. Wann kommt der Moment, wo ich da rauskomme? Und dann ging der Songtext so weiter. Wenn du es nie loslassen wirst, wirst du niemals diese Liebe bekommen, die du wirklich brauchst. Und dann geht dieses Lied ja immer so. Und du liebst so sehr und so tief, aber all deine Liebe und alles, was du tust, ist völlig vergebens, wenn es am Ende nicht das du bekommst, was du zum Leben brauchst. Also dieses Unersetzliche. Du bekommst das Unersetzliche einfach nicht. Und weißt du, was das bedeutet? Es ist eigentlich nur für dich unersetzlich. Aber du liebst es vergebens. Es ist genau eigentlich das fast, was die Frau da gesagt hat. Es ist für dich unersetzlich. Es ist so eine Liebe, die du gibst, ja? Denn Liebe ist unersetzlich. Es ist das eine, was du brauchst, wonach du sehnst. Aber es bleibt unerfüllt. Und dann haben wir während unseres Podcasts dieses Video entdeckt. Wir zitieren das jetzt mal. Brauchst du wirklich von der Person, die dich verletzt hat, dass sie dir sagt, ich habe dich verletzt, aber es tut mir leid und ich fühle mich schlecht deshalb, dass ich das getan habe? Es ist schön zu hören, aber brauchst du das wirklich? Weißt du nicht mehr, wie schlimm der Schmerz in dem Moment war, als du ihn empfunden hast? Brauchst du es wirklich, dass du das dieser Person sagst, wie schlimm dieser Schmerz für dich war? Du brauchst es nicht, aber du willst es, weil deine Erleichterung wird kommen, wenn derjenige, der dich verletzt hat, erkennt hat, was er dir angetan hat. Aber das ist, was ich immer sage, immer wenn du glaubst, der Schmerz wird dadurch vorbeigehen, brauchst du immer noch Zeit zum Heilen. Du musst dich selber heilen. Du kannst nicht erwarten, dass der Mensch, der dich zerbrochen und zerschlagen hat, dass er die Stücke wieder aufliest und dich wieder zusammensetzt. Wie kannst du von jemandem erwarten, dass jemand, der die Macht nutzt, dich zu zerstören, dass er dich wieder zusammensetzen wird und dich heilen wird, wenn er die Macht, dich zu zerstören, genutzt hat? Fühlt sich manchmal so wie ein Teufelskreis an, weißt du? Ich will auch unbedingt Heilung und ich habe das immer ganz anders gesehen. Weißt du, die Frau hat gesagt,
Du willst immer, dass der eine Entschuldigung sagt und dass du... Und eigentlich sagt auch jeder, niemand anderes kann die Wunden heilen von denjenigen, die die Person angerichtet hat. Eigentlich sollte die Person, die die Wunden macht, deine Wunden heilen, denn sie sollte um Entschuldigung bitten. Denn wenn jemand dich verletzt, dann hilft das ganz oft nicht, wenn du dich einfach ablenkst von den eigentlichen Problemen. Du willst, dass das Problem gelöst ist. Und deshalb hast du das Problem mit dieser einen Person, weißt du? Und deshalb will man mit der Person reden. Man will diesen Knoten loswerden. Wenn du nur mit anderen Leuten über diese Person redest, hilft es dir am Ende nicht. Oder? Hilft es? Ich weiß es nicht. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Nachdem, was ich heute alles so gesehen und gehört habe. Und ich dachte halt immer, dann war ich immer so dankbar, wenn der eine Entschuldigung sagt und zurückkommt. Dann hatte ich das Gefühl, endlich werde ich verstanden. Aber das, worum es geht, ist eigentlich, dass das nicht ausreicht, um zu heilen. Man vergisst dann den Schmerz nicht. Man zweifelt oft. Man braucht oft mehr Zeit, das zu verarbeiten. Und man gesteht sich das selbst nicht zu, weil man den Aspekt der Vergebung lieber im Vordergrund steht. Aber dann, wenn man den anderen vergibt und glaubt, es reicht das Verständnis des anderen aus, nur das Verständnis des anderen reicht aus, damit ich geheilt bin. Das ist ein Irrglaube. Das ist eine Fantasie, der wir hinterherjagen. Der beste Beweis dafür ist, dass Konflikte, die wir einmal hatten, die sind nicht einmal gemacht und sind dann für immer geklärt, sondern Konflikte kommen immer wieder. Immer wieder kommen Konflikte zurück zu denselben Thema, in denselben Situationen. Ist es immer wieder ein Balanceakt, wie auf Messers Schneide. Und dann kippt es irgendwann mal wieder und wir sind wieder in so einer Konfliktsituation mit den anderen. Und darin sind involviert noch Unverarbeitetes und Unverheiltes von den Konflikten vorher. Und deshalb ist es ganz oft so, dass in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn die Konflikte, dass die Konflikte irgendwann mal zunehmen, und dass die Konflikte sich am Ende, dass sie nicht gelöst sind, dass sie sich um dasselbe drehen. Ja? Daran müssen wir erkennen, dass Verständnis des anderen eben nicht ausreicht für unseren eigenen Heilungsprozess, den wir für uns selbst brauchen, dass wir uns selber heilen. Verständnis reicht nicht aus. Und ist es denn wirklich wahres Verständnis, wenn dann ein Wiederholungskonflikt oder eine Wiederholungstat dementsprechend passiert? Und das ist der springende Punkt. Wie können wir jemandem vertrauen, der uns zerstört hat, dass er uns heilt? Im Grunde genommen machen wir uns selber nur kleiner. Wir stufen uns herab, dass unsere Heilung nur lediglich das Verständnis wert ist, was uns der andere gegenüberbringt. Und das müssen wir begreifen. Wir sind nicht nur das Verständnis des anderen wert. Ich bin sehr dafür, dass wir am Ende des Tages unendlich viel weicher mit uns umgehen. Aber nicht dort, wo wir bereits weich mit uns umgehen. Denn dort ist es ganz oft verpackte Selbstsabotage, die wir uns verkaufen als Selbstliebe. Und das ist tragisch, weil dadurch sind wir immer dort weich, wo wir härter mit uns sein sollten und immer dort hart, wo wir endlich mal weicher werden sollten. Jetzt habe ich fast einen Knoten im Kopf. Also, ich aber vielleicht auch und habe Bullshit erzählt. Nein, es ist aber genau andersrum, als wir es lernen. Und wir kippen automatisch in diese Rolle, uns selbst kleiner zu machen, weil wir die Sehnsucht zu dem anderen haben. Ja? Aber eine Sehnsucht in uns oder mit jemandem zusammen sein zu wollen, das wird nie unseren Vorstellungen gerecht werden, auf Augenhöhe, wenn wir uns selber immer so klein machen. Und wir haben immer aus Angst, das, was wir haben, zu verlieren. Nehmen wir lieber das geringere Übel als das, was wir wirklich haben können. Wir könnten eine gesunde, glückliche Beziehung führen, wenn wir die Grenzen ziehen und auf Augenhöhe jemanden begegnen. Dazu gehört auch mal loszulassen, sodass der andere mehr Wertschätzung einem entgegenbringt. Oder dass
Wie soll der andere uns mehr Wertschätzung entgegenbringen, wenn wir das selbst bei uns nicht tun? Das, weil wir uns so daran gewöhnt haben. Wir bringen uns selbst nicht die Wertschätzung entgegen, wenn wir uns so herabstufen, nicht mehr wert zu sein, als das Verständnis des anderen. Denn wir brauchen mehr Zeit zum Heilen. Und wir können nicht auf ein Verständnis des anderen vertrauen, der uns zerstört und verletzt hat, der das ausgenutzt hat, uns verletzen zu können. Die Situation wurde ausgenutzt, dass diese Person uns verletzen kann. Wie können wir dann in diese Person alles, unseren ganzen Wert hineinsetzen, nur auf den Moment, dass er uns endlich versteht und darauf unseren Heilungsprozess reduzieren? Wie können wir uns selbst nur so reduzieren? Ja, darin werten wir uns selber ab. Aber in Wirklichkeit habe ich damit einen Prozess ausgelöst, den ich eigentlich nie so wollte. Und zwar habe ich die Grenzen nicht gesteckt und deshalb hat sich die andere Person so daran gewöhnt, diese Dinge immer wieder zu tun, immer wieder zu tun, immer wieder zu tun. Weil eigentlich wir erziehen die andere Person, wie sie mit uns umgeht. Und wir erziehen die Person um uns herum auch damit, wenn wir vergeben. Und manchmal weiß ich halt nicht mehr, was dann noch gut und schlecht ist. Wenn wir vergeben, sollten wir nicht vergeben? Wollen wir nicht einfach nur Frieden und dass wir miteinander reden und dass wir über den Dingen stehen? Wo ist der Sinn, im Konflikt, im Knoten drinnen stehen zu bleiben? Und wann fängt der richtige Frieden an? Oder muss man immer wieder, wenn Konflikte sind, weißt du, muss man sich denn immer trennen? Weißt du, kannst du die Probleme mal lösen? Aber das Problem ist, ich habe nicht das Gefühl, dass solche Dinge besser werden in Konflikten. Und wenn man dann immer wieder das Gefühl hat, es bringt nichts und der eine behandelt einen dann immer so. Und wie gesagt, das ist ja auch eine Perspektivesache. Ich meine, wir leben in einer anderen Kultur. Das mal als Beispiel genommen. Wie wollen denn da die Wertevorstellungen, also ich verstehe beide Parteien, weißt du? Aber irgendwie passt nicht so oft so viel Missverständnis. Und wenn wir die andere Person, wenn wir nicht die Grenzen ziehen, so was wäre denn eine Grenze? So was ist denn eine gesunde Grenze, immer gleich alles zu beenden? Wie lernt denn dann der andere mit dir besser umzugehen? Aber dann kommt immer wieder die Angst zu verlieren. Jemanden zu verlieren oder alleine zu sein. Und das Schlimmste ist das Alleinsein, wenn man, nachdem man jemanden hatte. Das ist so scheiße. Das ist so scheiße. Ich hasse dieses Gefühl von Alleinsein. Hey, vorher bin ich so klar damit gekommen. Ich konnte kreativ sein, ich habe meinen Scheiß gemacht in meiner Freizeit. Weißt du, Handy gehangen, Videos geschnitten, Fotografie gemacht, ich habe gemalt, ich war immer kreativ, aber das Alleinsein, nachdem man jemanden hatte, ist einfach nur eine absolute Paralyse. Das ist wie, als ob du in einem Moment der Schwebe bist zwischen, als ob die Person noch da ist und Einsamkeit. Als ob du in einem Schatten verharrst. Und vorher war da einfach nichts. Weißt du? So, da konntest du machen, da war dein Geist frei. Ja. Ich wollte noch was sagen, aber hab's vergessen. Am Ende glaube ich, die Menschen wollen, das ist das, was ich auch am meisten hasse, was mir in den letzten Wochen so klar geworden ist. Ich hasse diese absolute Macht. Und das hat gar nichts mit. Ich suche nicht die Schuld beim anderen. Weißt du? Ich will nicht sagen, dass zum Beispiel der andere schuld ist und mich immer verletzt. Das ist doch dumm, weißt du? Das ist doch dumm. Das sind Missverständnisse. Ich denke, am Ende wollen wir alle wirklich dasselbe.
Weißt du, ich denke, wir sehnen uns auch nach dasselbe. Und ich glaube, das sind einfach Missverständnisse. Nach demselben. Nach demselben, ja. Okay, aber weißt du, was das Schrecklichste ist von all dem? Und das ist wirklich objektiv betrachtet, ohne Schuldzuweisung. Es ist nicht mal eine Schuldzuweisung an mich, das muss ich mal jetzt erkennen. Ich bin nämlich gar nicht so schlecht. Ja, die Menschen hier geben mir auch ständig das Gefühl, dass es ein Riesenproblem ist, dass ich zum Beispiel traumatisiert bin. Weißt du, da denke ich mir so, sie kennen nichts von mir, nichts von meiner Vergangenheit, überhaupt nichts. Und dann machen sie mir übelst krasse Vorwürfe, dass ich emotional bin, dass ich mit bestimmten Situationen nicht zurechtkomme, dass ich manchmal Angst habe oder Zweifel, weißt du? Aber am schlimmsten sind meine Emotionen, das hassen die Menschen hier. Und dann denke ich mir so, was ist so falsch an mir? Ich meine, gut, euch kotze ich auch an, aber am Ende rede ich mit euch, weißt du? Ihr behandelt mich nicht wie so eine arme, hoffnungslose Irre, weißt du, wie so ein hoffnungsloser Fall, weißt du? Irgendwo ist da halt Akzeptanz am Ende da. Aber wenn man ständig von den anderen hört so, mit dir stimmt was nicht, ey, dann denke ich mir so, weißt du, das ist einfach so verletzend, dann habe ich wirklich das Gefühl. Und ich habe, als ich nach Thailand gekommen bin, war das ganz anders. Ich habe an meiner Traumaverarbeitung auch mit meinem Alice-Kanal so hart dran gearbeitet, dass ich wirklich so gelebt habe, jedes Gefühl zuzulassen, mit jedem Gefühl zu arbeiten und mich so akzeptieren, so wie ich bin und auch offen darüber zu sprechen. Und das wurde hier einfach alles zunichte gemacht in diesem einem Jahr, weil die Menschen einfach eine völlig andere Mentalität haben und überhaupt nicht nur ansatzweise so umgehen mit den Dingen. Und natürlich zweifle ich das super krass an mir dann. Das ist nicht mal das, was ich sagen wollte, denn jetzt komme ich wieder auf den Punkt zurück. Dadurch aber ist mir eine Macht klar geworden. Und das ist die Macht, die ich zutiefst verabscheue. Und das hat nichts, das ist nicht die Macht von Liebe oder Schmerz. Die schrecklichste, grausamste, furchtbarste, entsetzlichste Macht dieser Welt ist die Macht der Scheißgewohnheit. Furchtbar. Ja. Und das, was es so schlimm macht, ist, sie kann absolute Ignoranz machen. Das ist auf allen Gebieten so, selbst unabhängig von Beziehungen oder so, ja? Ich rede hier von allen zwischenmenschlichen Situationen. Auf Arbeitsplätzen, in schrecklichen Ereignissen, weißt du, überall, ja? Die Macht der Gewohnheit ist das Entsetzlichste. Denn das kann auch Ignoranz schaffen, verstehst du? Auf der anderen Seite ist diese Macht so entsetzlich. Nicht nur, weil sie bequeme Ignoranz schafft, oder dass wir aus Angst ignorieren, ja? Die Macht der Gewohnheit ist so entsetzlich, weil sie auf beiden Seiten exakt eine Waage hält. Und zwar auch im Guten. Und weißt du, was die positive Macht von Gewohnheit ist? Sicherheit. Und weil das so eine Waagschale ist, exakt wie Yin und Yang, Sicherheit und Ignoranz, sind wir dazwischen völlig hilflos. Manchmal verwischen für uns persönlich die Grenzen darin. Was ist denn da noch richtig und falsch? Ich meine, wir verfallen in einem Gefühl von Sicherheit aus Gewohnheit, aber sind wir in dem Moment wirklich sicher? Oder schaffen wir nur eine Mauer, wo wir uns dahinter verstecken. Weißt du? Genauso wie, wenn wir uns kleiner machen, wenn wir jemanden wirklich gern haben und denken, wir haben denjenigen nicht verdient. Das ist auch Macht der Gewohnheit.
Und das ist, was mich heute so aufgeregt hat, war zu vermissen. Das ist Macht der Gewohnheit. Dinge zu vermissen, Sehnsucht. Das verzerrt einfach alles. Die ganze Perspektive wird unrealistisch durch Sehnsucht. Und das ist auch die Macht der Gewohnheit. Das müssen wir mal begreifen, wie mächtig Gewohnheit ist. Das ist mir in den letzten Wochen immer klarer und klarer geworden. So, jetzt habe ich das Problem. Ich habe es rauskristallisiert. Was kann ich machen gegen diese Scheißmacht der Gewohnheit? Ich kenne das Problem jetzt. Es ist nicht das Vermissen. Es sind nicht meine Emotionen. Es ist nicht Angst. Viel mehr Abwechslung. Es ist nicht Wut. Es ist nicht mal Ignoranz, nicht mal Dings. Es ist Gewohnheit. Das ist der Grundstein von all diesen Dingen. Du sagst Abwechslung. Ich bräuchte auch viel, viel mehr Abwechslung. Ich hasse es. Jeden Tag dasselbe, Alter. Ich komme nach Hause, alles ist wieder scheiße. Alles ist immer wieder dasselbe. Es fuckt einfach nur noch mein Leben ab. Und es ist so scheiße. Und ich fühle mich nur noch so scheiße. Und es ist so... Oh. Vor allem dir geht's im Alltag so, aber mir geht's in zwischenmenschlichen Dingen so. Aber genauso. Alles ist scheiße. Einfach wegen der Gewohnheit. Muss mal überlegen. Gut, wir brauchen Abwechslung. Das stimmt aber auch. Wenn wir uns umgeben würden mit Menschen, öfter zum Beispiel, die uns gut tun, dann hätten wir die Abwechslung. Deshalb tun ja zum Beispiel auch Freundschaften so gut. Ich sollte öfter in meiner Freizeit irgendwas mit jemandem machen. Abgesehen von Schule. Abwechslung ist ein guter Ansatz. Als Kontrast gegen Gewohnheit. Ich würde gerne noch drüber nachdenken, ob Abwechslung wirklich das Gegenteil von Gewohnheit ist. Aber es ist schon mal ein guter Ansatz, um erstmal einen ersten Schritt zu machen. Und danach kann man... Danach kann man wieder reflektieren, weißt du? Aber das... wirklich schwierig im Moment. Wie kommt man da raus? Ne? Und gleichzeitig ist halt eben oft so, dass wir Angst haben, unsere Sicherheit zu zerstören, wenn wir gegen die Gewohnheit ankämpfen. Es ist wie, als ob man aus seinem Versteck rauskommen muss. Es ist genauso. Und es ist aber... Genau jetzt, wo ich das so ausspreche, es ist so, als ob man aus dem Versteck rauskommen muss, wird mir der Kontrast dagegen klar. Denn in den letzten Wochen habe ich immer wieder auch ausgesprochen, dass ich es brauche, dass jemand mich aus dem Käfig holt. Ich fühle oder dass ich das Gefühl habe, in einem Käfig zu sitzen. Ja. Vielleicht hat auch enttäuschte Hoffnung damit zu tun. Denn wir haben gedacht, wenn wir umziehen, wird alles besser. Aber es ist schwieriger geworden. Dann ist es schwer, mit so einer Situation umzugehen, denke ich. Wenn man was anderes erwartet hat, weißt du. Vor allem auch wegen dem rosa Haus. Ich habe mir alles so perfekt vorgestellt. Das eine, was wir vorher hatten. Ja, das rosa Haus war wirklich toll.
Und ganz ehrlich, der Dings hätte das doch für uns mieten können und er wäre Hauptmieter gewesen und dann hätte er doch für uns das anmelden können. Nur wegen dieser einen Papierdings da, um zur Immigration zu gehen. Aber es gibt viele Häuser, so wie die. Die gehören nicht nur einem Eigentümer. Wir sollten vielleicht irgendwann mal nochmal gucken. Weißt du, es gibt ja viel. Wir sollten so ein Haus einfach als Vorbild haben. Ich meine, dort gibt es ein ganzes Stadtviertel mit solchen Häusern. Weißt du, die sahen ja alle gleich aus. Aber das Haus war wirklich toll. Und für diesen Preis, das war so viel besser als das hier. Da hatten wir Hof und Garten und es war wunderschön, wirklich. Dann hat das nicht geklappt und dann sind wir hier hin. Das hier war echt eine Notlösung. Aber hey, es ist positiv. Ich wohne neben JK. Im Großen, Groben und Ganzen. Ja, und ich bin gegenüber der Bar, wo ich, aber das Problem ist, weil ich jetzt so der Gegenüber bin, habe ich das Gefühl, dort keinen guten Ruf mehr zu haben. Die Menschen verlieren die Achtung voreinander, wenn man sich zu oft sieht. Das ist wieder die Macht der Gewohnheit. Ja. Da sind wir wieder da. Und siehst du, Gewohnheit ist so schrecklich. Sie ist genauso zerstörerisch, wie sie Sicherheit gibt. Was machen wir mit sowas? Denn das Problem bei Gewohnheit ist nicht wie Yin und Yang mit einem Gleichgewicht. Es ist im Kontrast einfach wie eine gleichzeitige Schicht, die übereinander liegt. Und nicht wie eine symbiotische Welle von Schwarz und Weiß. Weißt du? Es ist, als ob Gewohnheit mehrere Schichten übereinander legt. Von Sicherheit, von Gutem, aber gleichzeitig, wie zum Beispiel die Achtung voreinander zu verlieren und so. Das passiert gleichzeitig. Das ist nicht in einem Balanceakt. Gewohnheit ist, als ob sich mehrere Schichten übereinander legen von Eigenschaften, die dann stagnieren. Denn das ist ja auch Gewohnheit. Eigentlich ist Gewohnheit Stagnation. Stillstand. Ja. Zeitschleife. Jeden Tag dasselbe. Ja, ne? Siehst du? Ja, wirklich. Und aber deshalb, und das war zum Beispiel auch das, was ich in Berlin immer so geliebt habe. Da war ich überhaupt nicht so. Ich bin immer ausgebrochen aus meinen Gefühlen. Immer. Ich war krass spontan. Ich habe meine Gefühle wirklich echt, das war so krass. Ich habe mich selber verwirklicht. Und das war, genau das war die Lösung gegen die Gewohnheit. Denn ich selbst, kein Mensch ist gewöhnlich. Wir sind individuell. Aber das zu leben, ist schwer, weißt du? Da musst du gegen diese Passivität der Gewohnheit kommen. Und die Passivität kommt ja von außen. Das ist ja nicht etwas, was in dir hereingeboren wurde. Das ist ja etwas von draußen. Das kommt von deinem Umfeld. Kein Kind ist passiv. Du kannst passive Charaktereigenschaften haben, aber du bist individuell. Weißt du? Oh. Ja, und das war die Lösung. Ich bin immer ausgebrochen. Ich habe einfach jedes Gefühl zugelassen und einfach mich getraut, ich selbst zu sein. Das war das Gegenmittel gegen Gewohnheit. Und da war ich immer spontan. Was wir da alles gemacht haben, ey. Wirklich. Was wir da alles gemacht haben. Da gab es keinen Stillstand. Ich bin aus jedem negativen Gefühl irgendwo ausgebrochen. Ich mir überlege, ich habe gemodelt, ich habe die Halloween-Partys gemacht. Ich habe mich selber verwirklicht. So schön, weißt du, die Wände haben wir bemalt.
Die ganze Wohnung haben wir so krass dekoriert, immer wieder. Ey, das waren richtige Projekte, wo ich Zeit und Liebe reingesteckt habe mit euch zusammen. Und wenn es zu erdrückend war, haben wir die Wohnung umgeräumt. Und wir haben immer irgendwas gemacht. Das war einfach Lebendigkeit. Das Gegenteil von Gewohnheit ist Lebendigkeit. Nicht Abwechslung. Was für eine schreckliche passive Stimmung. Das ist einfach nur so deprimierend. Ja. Es ist so scheiße. Und es ist in letzter Zeit so furchtbar schrecklich. Was war jetzt meine Frage? Die Rechte. Und in so einer Situation weiß ich einfach nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Ich bin super unsicher. Also sag mir, was soll ich tun, um lebendiger zu sein? Plan ein, genauso wie ich, nicht gut klarzukommen mit Lebendigkeit, sondern nur wacher jeden Tag auf die Schnauze zu fallen. Das heißt nicht, Ilan, welchen Purzelbaum auf welcher Yogamatte machst du? Weil mein Purzelbaum auf meiner Yogamatte hat für dich überhaupt gar keine Bedeutung. Aber wann hast du Angst, Robert? Wann hast du Angst? Wann bist du wütend und zeigst es nicht? Und an den Stellen, okay. Jetzt kommt Kampf, wir schütteln uns breitbeinig und... Dann stelle ich mich halt hin und schüttel mich 5 Minuten. Und ich hasse es, 5 Minuten lang mich zu schütteln. Okay. Aber ich zieh's durch. Wow. Das machst du, wenn du das Gefühl hast, vielleicht bin ich gerade wütend und einfach nur der gute Junge, der andere in Schutz nimmt und schonen möchte vor dem, dass man als Mann ja eh immer zu viel ist. Und als Frau ist man ja auch wahnsinnig peinlich, wenn man sich öffentlich echauffiert. Man sieht nur gerade, das kann man überleben, das habe ich nämlich gerade gemacht. Handeln hat viel damit zu tun, dass unsere gesamte Lebensenergie durch unsere gesamte Körperin, unseren gesamten Körpern fließen kann. Das ist die Deluxe-Version. Wenn wir die beiden Highways für unsere Lebendigkeit von Wutkultur und Angstkultur, wenn wir die freischalten, dann kommen wir schneller voran als mit allem anderen, was mir je untergekommen ist. So macht man das. Man macht es jeden Tag mindestens einmal. Man macht es dann am ehesten, wenn man es am wenigsten möchte. Und wir wollen jetzt noch mal 2 Kommentare vorlesen, die unter diesem Video gemacht worden sind von den Aussagen von Ilan Stefani. Und zwar einmal den Kommentar von der Petra, die hat geschrieben: Ich danke dir von Herzen, ich war heute stundenlang traurig gewesen. Und dann habe ich an diese Worte gedacht und habe es mit Schütteln und Tanzen umgesetzt und probiert, vielleicht so 10 Minuten lang. Dann habe ich zuerst nicht wirklich etwas gespürt, aber plötzlich kam dann die Inspiration, gute Gefühle, sofort Lust auf eine ganz spontane Radtour mit meinem Hund und Lust auf was Tolles zu essen und mich dann mit schöner Musik und ganz viel Liebe verzaubern zu lassen. Und nach 10 Stunden lässt dieses schöne Gefühl mich immer noch nicht los und ich freue mich jedenfalls jetzt mehr auf jeden Tag, weil ich mich schütteln werde, um ganz viel loslassen zu können. Aber weißt du was? Das, was richtig ist, ist die Momente, wo wir glücklich sind. Wir sollten einfach mal irgendwas tun, was Spaß macht oder einfach mal versuchen loszulassen. Ja, das ist das Gefühl von Lebendigkeit. Ja. Wir sollten das nicht abhängig von Geld machen, denn Geld haben wir nicht mehr. Das ist auch wieder eine Macht der Gewohnheit, dass man sich abhängig macht. Dass man denkt, wir müssen jetzt irgendwas machen, wo wir Geld bezahlen müssen. Ey, wir haben früher nie sowas gemacht, ey. Dann einfach mit dem Motorrad mal in die Berge fahren, hier um die Ecke. Weißt du, ich meine, wir leben jetzt so krass nah von den Bergen. In Sarapi war das nicht so. Aber hier haben wir hinterm Haus
er bestimmt vielleicht 12 Minuten fort und wir sind im Wald. Weißt du, einfach mal trauen, die Gegend zu erkunden. Wenn wir mal mit dem Dings nicht die Hauptstraße langfahren, sondern die kleinen Straßen hinter in die Berge, weißt du? Einfach mal machen, einfach mal leben. Mein Tank reicht viel, viel länger. Er ist immer noch voll. Und ich habe gestern erst voll gedampft und gestern sind wir so viel rumgefahren. Ja. So und nochmal viel. Hier steht gerade was. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Es passt. Wenn du Veränderungen brauchst, aber irgendwie blockiert bist, hier ein kontroverser Vorschlag. Hör auf, dir ständig treu zu bleiben. Ja, das ist gegen die Macht der Gewohnheit. Okay, denn, wie stelle ich das an? Ja, die Selbstlosigkeit haben wir ja auch jetzt so in uns, Mann. Okay, warte, was steht hier noch? Denn dieses Ich, dem wir da glauben, treu bleiben zu müssen, ist oft ein Ausschnitt von dem Menschen, der wir mal waren, als dem, der wir geworden sind. Der größere Teil von dir ist vielleicht längst weitergezogen von dem Ort, an dem dein Ego sich niedergelassen hat. Deine Geschichte will vielleicht nicht, dass du zurückblätterst und dich studierst, sondern den nächsten Akt frei und virtuos selbst verfasst. Denk dich neu. Konkret könnte diese konstruktive Untreue so aussehen, dass du mal 24 Stunden genau das Gegenteil von dem lebst, was du sonst immer lebst. Statt zum Beispiel ständig mitreden zu müssen, einfach mal zu sagen, da habe ich keine Meinung dazu. Oder umgekehrt, statt immer Zuhörerin zu sein, mal ungefragt von dir zu sprechen. Statt allen wie immer deine Hilfe anzubieten, es dir zur Challenge zu machen, einfach mal selbst hier und da um Hilfe zu bitten. Also denk mal andersrum. Hör auf, dir treu zu bleiben, es sei denn, das bist wirklich, wirklich du. Siehst du, und das ist aber auch das, was ich meine. Was war das, was ich in Berlin gemacht habe gegen der Macht der Gewohnheit? Das war, dass ich wirklich mich selbst verwirklicht habe. Und nicht eine Gewohnheit. Weißt du? Und das hat er gerade quasi auch gesagt. Komm aus der Gewohnheit raus oder... Es sei denn, das bist du wirklich. Und dann kommen wir wieder zu einer viel beschisseneren Frage. Okay, gut, wir wissen jetzt den Brainstorming und wir wissen jetzt so viel Weisheiten, aber das Schwierigste von allen ist, okay, das ist ja bei mir auch so, du hast so viel innere Reflexion und wie tust du es umsetzen, bitteschön? Das ist immer der schwierigste Teil. Ich meine, klar, der hat jetzt Beispiele genannt. Es ist so, wie du sagst immer. Du sagst immer, mach einfach. Einfach machen. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich alle einfach mal machen. Einfach mal machen. Was soll ich bitte schon einfach mal machen? Das ist auch so eine Frage. Ich kann nichts einfach machen. Ja, da steckt man so in der Paralyse fest, ne? Ich denke auch immer so, ich will in die Natur. Ja, warum gehen wir nicht einfach? Aber wenn du gar nichts erst irgendwas willst, das ist schwer. Mich erreichte die Frage, wie komme ich in die Handlung? Wir können uns diese Frage stellen. Ich kann mir diese Frage stellen, verdammt nochmal, Ilan, wie komme ich in die Handlung? Vor dem unterbewussten, halbbewussten Selbstbild, ich brauche irgendwie einen Push. Irgendwas muss mich motivieren, über meinen inneren Schweinehund drüber zu springen und in die Handlung zu kommen. Und die Gelegenheit beim Schopfe ist nämlich, es gibt keinen inneren Schweinehund. Menschen sind keine faulen Wesen, die irgendeine Art von Trick bräuchten, um zu den wesentlichen Handlungen bewegt zu werden, sondern sie sind designed, wesentliche, extrem weise, extrem liebevolle, extrem kraftvolle Handlungen nach innen, nach außen im Lauf ihres Lebens durchzuführen, ohne darin Energie zu verlieren, die sie danach wieder reinholen müssten, sondern im Gegenteil sich im Handeln selber zu regenerieren.
Klingt wie das Paradies, ist es auch, ist aber gleichzeitig das natürliche Design von Säugetieren, von deinem, von meinem Nervensystem. Wenn wir uns wiederfinden in einer Position von Erschöpfung und sagen, ich schaffe es nicht, wesentlich zu handeln in meinem Alltag, ist vorher Folgendes passiert, Prägung, Bezüge gespeichert, übernommen oder auch selber erlitten. Das heißt, damit mein Design von ich handle ohnehin, ich kann es gar nicht verhindern, wesentlich, damit das zusammenbricht, damit das nicht mehr in meinem Bewusstsein ist, damit ich einen inneren Schweinehund erst erlebe, um danach mir die Frage zu stellen, wie überwinde ich den, ist vorher ein Rattenschwanz an Unterdrückung, Missverständnis und Verwirrung meiner eigentlichen Lebensenergie und meiner eigentlichen Lebensrichtungen passiert. Wir handeln deshalb nicht, weil es in meiner Sprache, das ist eine Modellsprache, das ist keine Wissenschaft, eine Lücke im Nervensystem gibt. Und diese Lücke im Nervensystem ist im Wesentlichen entstanden als ein inneres Erstarren in einer Situation, in der es eigentlich weitergehen wollte. Dann gibt es das Ranrauschen an eine Wand aus Angst und es gibt das Erstarren und dadurch, wie gesagt, in meiner Sprache eine Lücke im Nervensystem. Es möchte weiter fließen und aus irgendwelchen Gründen darf es das nicht. Der Trick, der erste Trick ist, fokussiere nicht auf Handlung, sondern auf Bewegung. Mit anderen Worten, krieg dich raus katapultiert, krieg dich raus manipuliert, krieg dich raus gecoacht aus der Erstarrung. Krieg dich raus aus der Nichtbewegung in die Irgendwie-Bewegung. Und das sieht ganz konkret so aus, du denkst zum Beispiel an die Steuer oder an welchen Lebensbereich auch immer, wo du merkst, ich möchte in die Handlung kommen oder ich muss in die Handlung kommen, sonst brennt mir hier das Dach über den Kopf ab. However, du musst also in die Handlung kommen. Du verbindest dich mit diesem Thema bis zu dem Punkt, den du innerlich spüren kannst, jetzt höre ich auf zu atmen, jetzt höre ich auf weiter nach vorne zu schauen, jetzt mache ich dicht hinter der Stirn, jetzt mache ich Verkrampfung in den Augenmuskeln. Du hältst es einen Moment und von hier aus wechselst du in ein Schütteln deiner gesamten Körperin, deines gesamten Körpers. Und zwar nur das. Ich stelle mir dieses Steuerthema vor, oh nein, ich sollte diese Mail schreiben. Ich sollte dieses Dokument finden. Ich sollte diesen Anruf machen. Und ich spüre, hier beginnt die Lücke. Ab hier bin ich diejenige, die ihre eigene Lebensenergie, ihre Handlungsenergie unterdrückt. Misszuverstehen beginnt als, ich bin einfach zu schlapp. Ich habe einfach nicht die Kraft, die Steuer zu machen. Darauf den inneren Schweinehund erfindet und daraufhin die Frage stellt, wie komme ich in die Handlung? Also, all das vor all diesen Schichten on top. Ich stehe hier. Und jetzt, schüttel ich meine gesamte Körperin. Du kannst dabei Töne machen. Du solltest das Kopfgehirn schütteln, du solltest die Hände und du solltest die Füße schütteln und am besten auch den Arsch in der Hose. Also, du bringst dich in Bewegung. Jetzt der kleine, nette Trick zum Ende der Bewegung. Ach ja. 3 Minuten schütteln, nicht weniger, sonst wächst die Lücke im Nervensystem nicht schnell genug zu. Dann, nach diesen 3 Minuten schütteln, du überzeugst dich voller Liebe und Selbstliebe davon, dass es gar nicht so schlimm ist, wie du dachtest. Und wie machst du das? Indem du nach den 3 Minuten schütteln nicht die zugewachsene Lücke im Nervensystem ausnutzt und schnell die Steuer machst, sondern aufhörst dich zu schütteln, dich hinlegst und was Schönes machst. Ich meine, du kannst dafür dich auch hinstellen oder einen Kopfstand machen. Du musst dich nicht hinlegen. Aber nach den 3 Minuten Schütteln passiert eben nicht, oh Gott, und jetzt muss ich es endlich hinter mich bringen. Diese unglaublich gute Gelegenheit gibt es nie wieder. Sondern danach, voller Selbstliebe, nimmst du dich in den Arm und machst etwas, das dich direkt in den Raum von Wärme, Sicherheit, Glück und Dankbarkeit bringt. Du machst irgendetwas Schönes, irgendetwas, das dich wirklich von innen nährt und erfüllt. Und dabei lässt du es bewenden. Bis du es fast innerlich drauf anlegst, nochmal dieser Stelle mit der Steuer zu begegnen, um dich nochmal 3 Minuten schütteln zu müssen, um nochmal danach endlich was Schönes machen zu dürfen. Und auf diese Weise rauscht der ach so riesengroße Widerstand gegen Steuer oder was auch immer, rauscht so sehr nach unten, dass du merkst, jetzt kann ich es auch machen. Noch einmal, wesentlich zu handeln, ist der eigentliche Urlaub für dein Nervensystem. Aufschieberitis ist Selbsthass und Traumasymptom und niemals etwas, womit du irgendetwas Lebendigem in dir wirklich einen Gefallen tun kannst. Aber ich bin auch in so einer Paralyse drin, weißt du?
Weißt du, wie sich das anfühlt wie Schlaf? Als ob... Schlaf sollte erholsam sein und wirklich schlafen bedeutet, aber ich meine, diese Paralyse ist wie ein innerer Prozess, den man durchmachen muss, wo man schläft. Ich bin ja immer so anders. Ich finde immer, wir müssen alle Gefühle und alle Prozesse und jeden Zustand in unseres Minds und unserer Emotionen wirklich leben und durchmachen, damit wir sie überbrücken, überwinden und darüber hinaus wachsen, ja? Und deshalb versuche ich das jetzt positiv zu sehen. Ich glaube, das ist wie so ein, das fühlt sich an wie so ein Schlaf. Diese Paralyse, diese Gewohnheit, ist wie ein Schlaf, weißt du? Wir wurden von Pikachu paralysiert. Von Pikachu paralysiert. Mit dem Donnerschock. Donnerschock. Und was hilft dagegen? Paraheiler. Paraheiler? Ja. Welche Pokémon sind gut dafür? Wasser. Stimmt, Wasser ist immer im Fluss und in Bewegung. Siehst du, das ist auch nicht Gewohnheit. Wasser ist nicht gewöhnlich. Das ist aber auch das... Nicht kontinuierlich gleich. Ja, genau. Wasser. Und das ist aber auch sowas, wie ich immer früher war. Das ist auch, was ich in den letzten Wochen immer wieder gesagt habe, mit Assoziationen in Bezug auf mich und Reflexion. Ich bin ein Ozean. Ich bin das Meer. Das ist ein Bewegung. Sind wir gleich. Ja, das ist boring, aber ich meine jetzt voll die Wellen und so, weißt du? Da ist dieses Meer in mir und diese Wellen und das will. Das ist das Meer. Das will, das fordert, das macht. Es ist einfach da, diese, und ja, und wenn die Paralyse ein Schlaf ist und wir alle Emotionen durchmachen müssen, das erinnert mich auch an den Prozess von Alice, da gibt es im Kern, im tiefsten inneren Kern, ist der Schlummer, das bedeutet Schlaf, ja, und das gehört auch mit zu diesem Prozess dazu. Anfangen zu meditieren. Bin ich vielleicht weniger gereizt. Du bist in letzter Zeit wirklich sehr gereizt. Ich weiß, weil ich alles hasse. Ich mag auch vieles nicht, aber ich weiß nicht. Ich bin eher die Heulsuse-Version. Aber auf Heul. Boah, ich nie. Immer noch Kopfschmerzen von vielen Weinen. Ich hasse Kopfschmerzen von Heulen. Seitdem ich meine Tage habe, heule ich jeden einzelnen Tag. Die Tage machen es noch schlimmer. Oder? Einfach noch viel, viel schlimmer. Ich bin so müde. Eigentlich müsste ich versuchen zu schlafen. Was? Du meinst, wir sollen jetzt nicht schlafen und bis um 10 stehen wir dann auf den Beinen. Meine Augen brennen so, ey. Ich werde so leicher sein und übermüdet und so, ey. Heute noch zur Migration. Das Problem ist auch, all die positiven Ansätze, so weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist ja nicht so, als ob ich das vergessen hätte oder wir das nicht wüssten, ja? Aber so die Kleinigkeiten, weißt du, aber es würde jetzt gar nichts bringen, wenn es uns jemand sagen würde, weißt du? War da nicht das so toll oder das so toll und das so toll? Weißt du, dann denke ich mir so, ey... Das Leben ist nicht immer so. Und es ist halt jetzt völlig anders und wirklich schwer. Letztendlich erzählst du auch was von Disziplin. Ja, also es gibt, also sage ja. Ich jetzt mal, es ist vielleicht falsch. Disziplin heißt, etwas durchzuziehen. Ja, also das, was bis zum Ende zu gehen. Mhm. Ja, dass wenn man sagt, ich will, ich mache das jetzt und dann mache ich es auch wirklich. Ja. Das Tragische ist,
Es ist ein Weg der Selbstliebe, in dem wir unser eigenes Potenzial wirklich, wirklich, wirklich hochhängen und wirklich viel von diesem Leben verlangen, denn wir wissen nicht, wie lange es ist und wir wollen echt alles haben. Und das braucht Disziplin, wo wir glauben, Selbstliebe ist eher jetzt mal das mit der Disziplin sein zu lassen und uns mal lieber auf Netflix irgendwie was anzuschauen. Das heißt, es ist bei uns wirklich genau verdreht. Da, wo wir uns hassen oder sabotieren, glauben wir, wir würden uns gerade lieben, deswegen sind wir gerade so weich. Und das, wo wir eigentlich für die Selbstliebe wirklich mal sagen sollen, Ilan, du diskutierst jetzt nicht mit deiner Scheißstimmung. Du hast keinen Bock auf Schütteln, haben wir alles verstanden. Du schüttelst dich jetzt. Du machst das jetzt einfach. Diese Härte hat oft sehr, sehr viel mehr Selbstliebe. Das heißt, Situationen, wo wir so brutal mit uns umgehen, wo wir so unnachgiebig sind, wenn uns ein Fehler passiert, da Weichheit, Weichheit, Weichheit. Und sehr häufig, wir denken dann so, ja, ich sollte nicht so hart mit mir sein. Die Härte mit uns selber schmilzt umso leichter, je mehr wir an der falschen, kollabierten Weichheit mit uns selber stattdessen echt mal mit Disziplin auf den Putz hauen. Und sagen, Ilan, ja, du hast jetzt keine Lust, Angst zu haben, du hast keine Lust, wütend zu sein, hast jetzt keine Lust, dich zu stellen, du machst es jetzt einfach. Und wenn wir an diesen Stellen das durchziehen, dann gibt es an anderen Stellen, mir ist ein Fehler passiert. Mir ist ein Fehler passiert. Und das war peinlich. Das hätte ich besser machen können. Hm. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Das heißt, die Härte, die wir uns so verzweifelt abtrainieren wollen, weil wir ja alle verstanden haben, dass wir zu hart mit uns selber ins Gericht gehen, die schmilzt, wenn wir an den Stellen, an denen wir dachten, wir würden uns lieben, uns aber eigentlich sabotieren Richtung Freiheit, Lebendigkeit und Verkörperung, wenn wir an den Stellen wirklich sagen, ich diskutiere nicht mehr mit mir. Ich ziehe das jetzt durch. Ich ziehe es jetzt einfach durch. Ein Kommentar von der Sarah sagte, mal ein Beispiel, sich am Wochenende etwas zu gönnen nach einer langen Arbeitswoche. Das habe ich mir verdient. Das ist der Satz. Resultat, zum Beispiel die Currywurst mit Pommes. Wir gönnen uns was, was Gutes. Fast Food und Alkohol. Ein Scheiß tun wir. Wir verbinden damit etwas Tolles. Schlecht ist das für uns. Und gleichzeitig unterdrücken wir uns selbst noch mehr. Vor allem durch den Alkohol. Ist dann nur die Disziplin da, um es zu behalten? Oder ist auch die Disziplin da, um es mal zu hinterfragen? Wir wollen uns selber Liebe zeigen. Uns selbst lieben. Ja, verdammt, dann nehme dich selbst bewusster wahr. Schüttel dich und spüre, was du wirklich brauchst. Ach, Dings, so Caleb wollte mich, heute habe ich ihm auch gesagt, mir geht's nicht gut. Und er hatte mir auch so gesagt, vorher am Telefon, als wir das so lange miteinander gesprochen hatten, hat er mir auch so gesagt, so, ja, mir geht's jetzt besser, weil ich mit dir in der Phase, wo ich meine Ruhe haben wollte, doch mit dir gesprochen hatte. Und das hat gemacht, dass es mir besser geht. Also Caleb ist quasi aus seiner Gewohnheit ausgebrochen, ja. Er ist aber mit seiner Eigendisziplin aus seiner eigenen Gewohnheit ausgebrochen und ist quasi sich selber untreu geworden. Das haben wir heute schon mal angesprochen. Und das hat wirklich zur Besserung geführt. Du hast dich dagegen in der Zeit, wo du deine Ruhe haben wolltest, wirklich isoliert. Und was ist passiert? Dir geht es viel schlechter als vorher. Und alles ist schlimmer geworden. Und warum? Weil du nicht redest. Weil du dich isolierst. Und heute habe ich ihm gesagt, dass es mir wirklich schlecht ging. Er hat mich versucht anzurufen. Ja, und dann? Macht der Gewohnheit. Ich bin so in der Isolation, ich konnte nicht rangehen. Ich hätte gar nicht gewusst, was ich mir sagen soll. Ich so, aber dann bin ich wieder nicht rangegangen, weil ich wieder dazu verfallen bin, dass ich mich nicht melde. Obwohl wir vorher erst darüber gesprochen hatten, 2-3 Tage vorher, weißt du? Oh, das sieht alles viel schöner aus, wenn man hier auf den Boden guckt. Also wir sollten uns vielleicht ein paar Schritte merken. Zuerst sprechen wir darüber, wie wir es jetzt tun. Danach verinnerlichen wir das, unsere Erkenntnis darüber, ja, und unsere Erkenntnisse, die dürfen nicht nur geistig in unserem Kopf ablaufen, die müssen auch körperlich stattfinden und dann können wir aktiv werden, ja, dann können wir nämlich handeln, denn wir begreifen Dinge, die körperlich passieren, viel eher, als wenn sie nur in unserem Kopf passieren.
Deshalb ist ja Bewegung, körperliche Bewegung gegen Stagnation, also gegen die Macht der Gewohnheit im wahrsten Sinne des Wortes, am effektivsten. Das ist ja sehr logisch, ja. Ich hoffe, wir ziehen uns alle irgendwie das Beste daraus, damit es uns bald besser geht. Das sind bestimmt 40 Minuten über die Macht der Gewohnheit. Wow. Wow. Wie traurig, warum? Du meinst, die Gewohnheit ist es nicht wert? Ja. Aber wir sind's wert, darüber hinwegzukommen.